wieder. Nur keine Entscheidung getroffen. Derenox, schön, dass du da warst. Gerne, wundervolle, gute Restnacht. Gut, wir machen uns mal abhängig, wie lange wir auf eine Gruppe warten müssen. Wenn wir mal relativ schnell eine... Hybrid. Okay. Das war eine schnelle Entscheidung. Ja. Gut. Aber danach ist wirklich Feierabend. Den Rest machen wir Mittwoch. Die Luna kommt langsam aus dem Bett wieder rausgekrabbelt. Hallo Luna! Und wir sind immer noch dabei. Ich konnte nicht aufhören. Es wird mir auch jetzt verdammt schwer fallen. Ich glaube, am liebsten würde ich morgen streamen, aber morgen habe ich leider keine Zeit. Nein, meine Stunde und was passiert? Albtraum. Albtraum-Spiel oder Albtraum-Albtraum? Albtraum-Albtraum, ah, okay. Oh, scheiße. Ja, so weit kamen wir noch nicht bis zum Albtraum-Albtraum. Ich habe die Story jetzt ein bisschen durchgepusht. Durchgepowert, durchgedingselt. Aber das ist jetzt nicht so schwierig wie die Drachen, oder? Also ich schlafe diesmal früh, weil ich morgen für eine, seinen ersten Einkaufstag sein. Oh, Luna. Was? Ist das dein Ernst? Hi, Brad. Also, wenn wir sterben, ich bin der Grund dafür. Soweit klar? Klar. Super. Aua. Da wird man wahrscheinlich nicht rennen, oder? Kann da reinrennen? Ich weiß es doch nicht. Ich wollte was. Okay, ich bin tot. Das ging schnell. Das ging schnell. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Danke, Luna, für 10 Bits. Aber ich bin trotzdem tot. Ich darf nie zwei Kugeln von derselben... Was? Was? So was ist zu spät für mich. Rot, grün, rot. Ah, okay. Da war was Grünes. Gott, warum macht man das so kompliziert, ey? Oh mein Gott. Wenn wir scheitern, ich bin schuld. Das weiß ich jetzt schon. Um weiter zu schlafen. Was die Alter nicht will. Dir nochmal eine gute Nacht, Luna. Ich hoffe, du kannst jetzt besser schlafen. Und hiernach ist für mich diesmal wirklich Feierabend. Wir sterben nicht. Ja, das sagst du so einfach. Ich bin einmal gestorben. Es gibt aber auch keinen Boss, in dem ich nicht mindestens einmal sterbe. Wobei doch, warte. Leviathan bin ich nicht gestorben und Ramu bin ich nicht gestorben. Oh.
Ich würde sagen, ich laufe einfach irgendwann von euch hinterher, aber. Ich sehe keine Unterschiede zu den Kugeln. Gott! Ich versuche irgendwie gerade zu überleben. Ich habe keine Ahnung wie. Ich bin nicht hilfreich für die Gruppe, das weiß ich selber. Ich bin da raus. Ich bin verlangsamt, ich bin verlangsamt, ich bin verlangsamt und ich hasse es, lass mich da weg. Nicht gut. Gar nicht gut. Das war sicher. Ja, es geht gerade schlecht. Das geht leider gerade verdammt schlecht, Luna. Nacht. War was Schönes. Was muss ich tun? Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung. Was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung. Wenn wir sterben, bin ich auf jeden Fall schuld, ja. Doch, da bin ich auch für. Wenn wir das für den bin ich gerade gestorben, ja. Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, was die anderen gemacht haben. Die anderen machen unterschiedliche Dinge. Das ist das Problem an der Sache. Ich weiß nicht, was die anderen tun. Das ist die 100-Dollar-Frage. Also wenn ich jetzt hier lebend noch rauskomme, bin ich zufrieden. Ich komme hier lebend raus, Gott sei Dank, ey. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Da macht man meist eh das Gleiche. Oh. Das Problem ist, bei Heiler bin ich, glaube ich, einfach zu langsam. Also ich glaube, wenn ich mit Bade durch... Also wenn ich... Sagen wir mal, wenn ich alle DD-Klassen durch habe. Würde ich mich wahrscheinlich an Heiler probieren, aber nur, wenn ich dann auch eine gute Truppe habe. Mit Leuten, die ich kenne. Und dann... ich nicht angeschissen werde, quasi. Weil ich bin ein Mensch, wenn ich zu oft... wenn ich weiß, ich mache einen Fehler und zu oft deswegen angekackt werde, weil ich weiß, dass ich einen Fehler mache, es aber irgendwie nicht besser hinkriege, dann verliere ich den Mut. Ganz schnell. Auch wenn man... Ich bin ein verdammt schüchterner Mensch. Sehr, sehr schüchtern. Auch wenn man es so nicht merkt. Aber ich bin sowas von schüchtern. Und wenn ich dann irgendwo einen Fehler mache, dann mache ich diese Sache nie wieder. Deswegen will ich mir den Heiler quasi nicht nochmal versauen, so wie ich mir den Tank versaut habe. Ich will das wirklich nur mit Leuten dann anfangs machen, die ich kenne und damit dann halt quasi üben. Wenn ihr so versteht, was ich meine. Das heißt, dass ich damit nur mit Leuten reingehe, die ich kenne. Wo ich weiß, da darf ich auch mal einen Fehler machen. Und es nicht schlimm ist, wenn ich einen Fehler mache. Es gibt ja auch manche, die einen dann deswegen ankacken und sagen, ey, Spieler spielen nie wieder, du bist scheiße, du bist kacke und
es noch vorne nicht ausgedruckt, ne? Weil das hatte ich beim Tank und das war scheiße. War zwar damals ein anderes Spiel, aber trotzdem. Es hat mir den Tank versaut. Diesmal habt ihr mich aufgehalten. Aber wie stimmt, oft sind immer die anderen. Ja, aber wie gesagt, ich bin da so ein bisschen. Vorbelastet. Sagen wir vorbelastet. Weil ich habe früher ganz gern wirklich Tank gespielt. Steht mir eure Tür jederzeit weit offen. Bekomme ich Tupsi Martin nicht jetzt, dann eben nächstes Mal. Es war nicht schön, dann wirklich auch per Internet fertig gemacht zu werden. Weil dann kam da, also damals, wo ich, ich glaube bei Fiesta Online war das, wo ich Tank gespielt habe. Und dann kommen halt so Sachen wie, ich weiß, wo du wohnst und was weiß ich. Und damals, gut, ich war damals wirklich jung, das hat sich aber halt so reingefressen, dass du dann halt gewisse Sachen einfach nicht mehr tust. Und sobald du Scheiße baust, wie vorhin bei einem Drachen, da war ich dann halt auch so, Scheiße. Alles gut. Eine Person ist dabei, die du kennst. Und das ist dann wie so ein Mantra, was du dir die ganze Zeit vorsagst, wo du dann aber tatsächlich auf nichts anderes mehr achtest. Ich weiß nicht, ob das. Ich denke mal, dass das bestimmt auch andere haben, aber. Ich weiß, bei mir ist das irgendwie. Kommt damit noch nicht so ganz klar. Deswegen habe ich auch bei MMOs nie Indies gemacht. Nie. Ich hatte immer Angst. Ich hatte grundsätzlich Angst, eine Indie zu machen. Obwohl ich da so Bock drauf hatte. Oder überhaupt mal zu fragen wegen Gruppen. Jetzt bin ich heute auch schüchtern. Gott, wann frage ich mal nach Hilfe? Oh. Immer so: Nein, ich mach das allein. Nein, ich will das alleine machen. Frag doch einfach. Nein, ich will das alleine machen. Das bin ich. Die andere Leute, ja genau. Selbst wenn ich andere Leute mag, ich möchte anderen Leuten nie zu Last fallen. Ich habe immer Angst, dass ich so viel Zeit von den Leuten beanspruche. So blöd, wie das klingt. Ich weiß, dass es blöd ist. Ein nächstes Mal wird es nicht geben, Aschen. Oh nein. Was hat sie jetzt vor? Oh Gott. Jede Ordnung sind die Hose hier. Ich will weitermachen. Was? Ihr wollt mir den Weg abschneiden? Das wird euch nicht gelingen. Ich will weitermachen. Aber es ist schon so spät. Nimmt man nicht so leicht ab. Schnell, wir brauchen die Ätherklinge. Nimm Tupsi Martin und versuch sie zu bilden. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel, was bei mir, sag ich jetzt mal, im Argen liegt. Was man so vielleicht gar nicht mitkriegt. Kurz bevor wir weitermachen. Vor ein paar Wochen habe ich halt die Freundin eines guten Freundes gerade kennengelernt. Oder halt wir. So, weil der jetzt seit, ich glaube, einem halben Jahr eine neue Freundin hat. So. Und ich bin ein total schüchterner Mensch, was man vielleicht so auf den ersten Blick nicht sieht, weil mittlerweile, damals war ich komplett still, ich habe nie einen Ton gesagt. So, mittlerweile, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich schüchtern bin, ich rede so schnell, ich rede so viel und so ein Scheiß, wo ich wieder denke, oh Gott, was habe ich denn da schon wieder erzählt? So, und ich meine es dann nur so, du... Kann sein, dass das Gespräch irgendwo meinen Stocken kommt. Ich bin so schüchtern. Und die dann so, schüchtern. Du redest wie ein Wasserfall die ganze Zeit. Ich so, ja. Das ist aber der Grund, weswegen ich schüchtern bin. Und was die meisten Leute dann auch verschreckt, weil ich dann so viel rede, so viel rauslasse irgendwie. Und sobald ich merke, okay, die Menschen kommen damit nicht klar, bin ich still. Ich bin so komplett still. Ich sage nichts mehr. Das ist schrecklich. Es ist einfach nur schrecklich. Diese Angst zu haben, dass man was Falsches sagt. Die Angst, ne, überhaupt Menschen zu begegnen. Überhaupt neue Menschen kennenzulernen. Das ist so furchtbar. Ich hasse es. Ich lerne eigentlich gerne neue Leute kennen. So verdammt gerne. Auch in MMOs. Allgemein. Und online müsste mir das eigentlich so leicht fallen. Tut das nicht. Ich bin immer so von aufgeregt. Verhaspel mich. Und dann rede ich wie ein Wasserfall. Und das ist irgendeine Scheiße.
Das ist unglaublich. Dich an den Kampf gegen jetzt wir spielen, manche Sachen. Jede Stelle oder Grinsen ohne Ende und die Nervosität zu überspielen. Genau. Und bei mir ist es halt wirklich. Ich rede einfach so unnormal viel. In der Hoffnung, dass man nicht merkt, wie schüchtern ich bin. Also ich manchmal auch Sachen erzähle, die ich eigentlich gar nicht erzählen will, aber einfach was so zum Reden brauche irgendwie in dem Moment. Das ist so. Ich hasse es. Wie kann das sein? Ich werde halt normal. Also normal quasi. So richtig normal gibt's ja nicht. Reicht es nicht. Ist auch gut. Das habt ihr euch so gedacht. Kein Gefängnis kann mich halten. Keines. Oh, der Typ ist gruselig. Sende uns dein Licht. Hört Heidelin uns nicht? Hat sie uns denn verlassen? Ja, aber ich mache eine gute Figur. Es fehlt nur noch so wenig. Moonbreeder! Was hast du vor? Louisa, jetzt verstehe ich deine Wahl. Im Tod liegt Leben. Nein! Mach's gut, Oyoshi. Ach komm! Können wir mit Flieger nicht reinspringen? Sie überhaupt den Weg bis dahin? Moonbreeder, nein, das darfst du nicht tun. Tut sie aber. Warte, nein, ich will nicht, ich kann nicht vergehen, ich bin unsterblich. Ja, scheinbar nicht, ne? Mächtiges Badabu. Moonbreeder, sie ist verschwunden. Nein, sie ist tot. Du hast es geschafft, Moonbreeder. Der Asien ist tot. Moonbreeders Werk. Ich werde den Extraktor fürs Erste verwahren. Ihr Vermächtnis. Minfilia, ist alles in Ordnung? Jetzt kommen sie alle plötzlich. Ja, ich bin unversehrt. Keine Sorge. Wir hatten unsere Mission in Nord-Tanalan beendet, als uns die Nachricht erreichte. Wir sind gekommen, so schnell wir konnten. Mal wieder gut, dass du dabei warst. Sonst wäre die Sache sicher übel ausgegangen. Naja, gut ist die Sache nicht ausgegangen. Und wo ist Moonbreeda? Ja. Aber dürfte raten. Sie hat sich selbst geopfert, um den Ashian zu vernichten. Wenn ein Leben erlischt, wird die Seele zu Äther. Moonbreeda hat sich dem Gesetz der Natur gefügt. Und wenigstens einen von denen vernichtet, die sich seit Äonen darüber hinwegsetzen. Weiß Orianger schon davon? Ja, aber jetzt. Orianger, ich... Ich habe es schon vernommen. Der Mond sinkt herab, lässt den Himmel so leer. Wenn sein Schein sanft verblasst, kommt der Tag einmal mehr.
Moonbrida hat ihre Bestimmung tapfer erfüllt, nicht wahr? Wir waren einst Kommilitonen, Schüler des großen Louisois. In Charlean lernt man vortrefflich, die Vergangenheit zu entschleiern, um die Gegenwart zu lesen. Doch er lehrte uns auch, dass es unsere Pflicht ist, die Zukunft selbst zu schreiben. Wissen müsse dem Wohl aller dienen. Das war seine Überzeugung. So gründete er trotz vehementen Widerstands unseren Kreis der Exegeten und brach nach Eorzea auf. In Charlean war er damit ein geächteter Mann. Um fremde Länder zu retten, greife er fahrlässig in den Lauf der Geschichte ein, warf man ihm vor. Doch dieses Eingreifen rettete Eorzea vor dem Untergang. Als Louisois Charlean den Rücken kehrte, ließ er auch Moonbrida ohne ein Wort des Abschieds zurück. Sie war tief getroffen. Moonbrida hatte ihren Meister verehrt. Ob er Verrat an Charlean begangen hatte, ließ sie dahingestellt, auch wenn die Verleumdungen selbst nach seinem Opfertod kein Ende nahmen. Sie selbst aber, seine ergebene Schülerin, hatte er in ihren Augen auf jeden Fall verraten. Aber das war doch alles ganz anders. Ich weiß. Dass er sie damals nicht einweihte, geschah ja nicht aus Herzenskälte oder mangelndem Vertrauen. Er wollte nur, dass sie den Weg aus eigenem Erkennen finde. So lange habe ich geschwiegen, aus Respekt vor diesem Wunsch. Auch habe ich befürchtet, dass sie Louisois Entschluss nicht hätte einsehen wollen, selbst wenn sie seine Gründe hörte. Ich hätte es dennoch versuchen sollen. In der Tat. Vielleicht zeigt ihre Tat für wahr, dass ihr die Gründe unseres Meisters zu guter Letzt begreiflich wurden. Aber was nützt das, wenn sie nicht länger bei uns ist? Moonbrida, meine Liebe, wie werde ich dich vermissen? Dank Moonbridas Forschung und ihrer beispiellosen Tat liegt die Herstellung einer stabilen Ätherklinge in greifbarer Nähe. Wir werden die Erinnerung an sie im Herzen bewahren und sie mit dem Triumph über unsere Erzfeinde würdigen. Minfilia, ich kehre in den Sonnenwind zurück. Ich möchte ihr auf meine Art die letzte Ehre erweisen. Natürlich. Lass dir Zeit. Ach ja. Ach ja, wir sind jetzt auch mal durch. Nehmen wir nicht an, dass ihr synchronisiert seid, diesmal. Ich habe Orion J. noch nie so traurig erlebt. Kein Wunder auch. Niemand stand ihm näher als seine Freundin aus Kindertagen. Wir alle werden sie vermissen und die trauern, jeder von uns auf seine Art. Okay. So. Ist die Quest beendet? Ja, nein, vielleicht?